Dann sind wir im Keller und haben Schöpfen angefangen. Man hat das gar nicht begreifen können, dass jetzt unser ganzes Hab und Gut praktisch im Wasser untergeht. Und was da alles geschwommen ist. Die Hilfsbereitschaft am Anfang war sehr groß. Es wird komplett anders gebaut, es wird besser geschützt schon. Es gibt natürlich auch wieder ein bisschen Halt für die Leute. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Wenn es besonders lang und stark regnet oder die Schneeschmelze einsetzt, können Flüsse über die Ufer treten. Versickert überschüssiges Wasser nicht, fließt es auf der Oberfläche entlang und gefährdet Menschen und Gebäude. Der ansteigende Grundwasserspiegel belastet zusätzlich von unten die Häuser. Der Klimawandel wird die Hochwasserprobleme vermutlich verstärken. Für Süddeutschland zum Beispiel könnte die Hochwassergefahr bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 75% steigen, schätzen Klimaforscher. Bei Hochwasser kann Wasser auf verschiedenen Wegen in Gebäude eindringen. Grundwasser kann sich durch Kellerwände oder die Sohle drücken. Aus dem öffentlichen Kanalnetz staut sich Abwasser zurück zum Haus, bis in die Sanitäranlagen. Entlang von Wasserrohren oder durch undichte Fugen von Hausanschlüssen kann Wasser ins Haus gedrückt werden. Lichtschächte und Kellerfenster halten den Wassermassen oft nicht stand. Auch die Außenwände können durchlässig sein. Und natürlich sind Türen und Fenster generell große Angriffspunkte für die Flut. Aber nicht nur das eindringende Wasser richtet Schäden an. Auch das Öl aus Heizungsanlagen kann massive Probleme verursachen. Deggendorf 2013. Ein Rekordhochwasser wütet durch den Ort. Wir haben Außentanks gehabt, die sind umgestürzt und sind dann praktisch komplett leer gelaufen. Wir haben aber auch Öltanks im Gebäude. Der Wasserdruck geht auf die Tanks, die sind nicht voll gewesen. Und dadurch ist der Tank zusammengequetscht worden und dadurch ist Öl ausgetreten. Also wenn es lokal begrenzt ist, geht es gerade noch. Aber wenn größere Teile des Gebäudes belastet sind, dann ist meistens der Abriss nötig. Viele verlassen ihre Häuser. Familie Hurm bleibt, trotz Flut. Ich bin am Balkon noch rausgegangen und wollte sehen, wie weit das Wasser ist und ob überhaupt eins kommt. Und auf einmal ist da ein richtiger Sturzbach, eine Sturzflut zwischen den zwei Häusern gekommen, wie ein Wasserfall. 180 Häuser im Landkreis Deggendorf werden durch das Wasser so zerstört, dass sie schließlich abgerissen werden müssen. Das Allerschrecklichste war eigentlich, wie das Wasser gekommen ist und wie es dann in den Keller reingelaufen ist. Dann haben wir die halbe Nacht mit Eimern versucht, das Wasser, was reingelaufen ist, wieder rauszutragen über die Treppe. Und am nächsten Tag ist dann der Keller bis oben hin voll gewesen. Am zweiten Tag hat dann die Tochter angerufen und hat ihm gesagt, sie kommt jetzt dann mit dem Boot vorbei. Und das ist ein Bild, das man nicht vergisst und das einfach so schrecklich ist, dass man mit dem Boot auf unsere Terrasse fahren kann. Und da kriege ich halt noch Gänsehaut, wenn ich da bloß dran denke. Man hat ja nichts mehr retten können, es war alles zu spät. Man hängt da an sein Hab und Gut. Das, was eben sonst noch greift, dass man sich gegenseitig psychisch auch stützt, das ist da so gut wie nicht möglich, weil jeder selber betroffen ist und weil jeder selber belastet ist. Und da waren eben immer Kräfte von uns mit dabei, damit jemand von außen zur Stütze direkt neben dem Betroffenen war. Wenn wieder tagelang Regen ist und stark Regen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir also unsicher werden und dass dann die Angst auch kommt. Also das ist einfach drinnen in den Köpfen, in den Körpern, in den Menschen, die Angst, es könnte ein neues Hochwasser kommen. Und manche schaffen es wirklich nicht, dann aktiv zu werden und wieder aufzubauen. Also werden Sie aktiv, informieren Sie sich. Sorgen Sie gut vor, damit das nächste Hochwasser Ihr Gebäude nicht schädigt. Wir helfen Ihnen dabei.